Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Crash Bandicoot Warp aus der Crash Bandicoot Insane Trilogy. Wir sind in Level 17. Ich habe mir noch keine Leben gemacht. Ich glaube, das werde ich jetzt nach diesem Video tun. Bye bye Blimps. Oh Gott, ein Fluglevel. Und das war die ätzende Steuerung, glaube ich, wo man nach oben drücken muss, um nach oben zu fliegen. Hier kann man die Fahrzeugsteuerung im Menü umkehren. Das wäre wirklich grandios. Schieße die Luftschiffe ab. Boah, ging das im anderen Teil auch schon? Ich gehe mal davon aus, das muss ich auch umkehren. Oh ja. Wow, wer schießt hier auf mich? Ach, die. Kann ich die auch abschießen? Ach, muss auch nicht Dauerfeuer drücken. Gab's hier noch mehr zu beachten von der Steuerung her? Ah. Ach so, Kisten gibt's hier auch. Ist das deren Ernst? Treffen kann man sowohl. Erhole ich mich auch irgendwie wieder? Oder erholen mich die Kisten? Oder Äpfel? So. Muss ich die ganzen... Was ist das überhaupt für ein komischer Level? Ein frei fliegbarer 3D-Level? Das fühlt sich ja fast schon ein bisschen an wie... wie ist es nochmal auf dem N64? Hier, Star Fox. Lighted Wars hieß es, glaube ich, auf... Englisch? Oder hieß es auf Deutsch Lighted Wars? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da gab es auch so frei befliegbare 3D-Level. Daran fühle ich mich gerade irgendwie so ein bisschen erinnert. Aber muss ich hier überhaupt noch irgendwas machen? Klar... Wow, das hat richtig Aua gemacht. Leute, was soll das? Ich glaube, die Kiste habe ich nicht bekommen. Die habe ich aus Versehen vom Ballon abgeschossen, oder? Genau wie die. War alles oder was? Wollt ihr mich verarschen? Das war mal der einfachste Crash Bandicoot Level überhaupt. Nein, ich korrigiere mich kurz. Der einfachste war, glaube ich, der Endboss aus Crash Bandicoot 2. What the fuck? Ohne Witz, was war das denn für ein Ding? Naja gut, ein einfacher Level. Ich will mich nicht beschweren. Gibt genug schwierige Level in diesem Spiel. Tell no tales. Erzähle keine Geschichten. Oh Gott, es ist wieder so ein Wasser-Jetski-Level, glaube ich. So sieht man sich wieder, Crash Bandicoot. Uka Uka und Dr. Cortex wollen, dass ich dir eine Lektion erteile. Tja, ich habe seit unserer letzten Begegnung meine Mechanik überarbeitet. Also zieh dich zurück oder werde gelöscht. Du weißt nicht weiter, folge dem gelben Pfeil. Das konnte ich noch lesen. Ich glaube, es gibt nur Vollgas oder nicht. Die Analog-Triggers bringen mir nichts, aber wenn ich nur ein bisschen drücke, das Ding gibt direkt Vollgas. Naja, ich muss sagen, ich bin nicht von allen neuen Leveltypen begeistert. Also, upsa. Der Fluglevel gerade war irgendwie für den Arsch, gleich kommt davon auch nochmal eine schwierigere Variante. Auch die hier, die finde ich auch nicht so mega geil, muss ich sagen. Mal eine gute Gelegenheit, sich hier umzugucken. Aber da man sich ja hier auch beliebig Zeit lassen kann. Das Ganze so ein bisschen, ich will jetzt nicht den Mund zu weit aufreißen, aber es fühlt sich so ein bisschen trivial an. Gut, solche Passagen. Ah, wo kam der denn jetzt noch her? Gut, solche Passagen können dann schon nerven, wenn man da durch so ein Loch flutschen muss. Ach komm schon, und das ist auch eher nervig.
dass man, um alle Kisten zu kriegen, sich ja 50 Mal im Kreis drehen muss. Ach so, die, sehe schon, das sind einfach die verschiedenen Kanonen, die unterschiedlich weit vorne oder hinten waren, weswegen mich die eine gerade noch getroffen hat. Ich dachte, die schießen alle aus einer Kanone. Ja, auch das, ey. Jetzt muss ich hier 5-mal drüber fahren, bis ich diese scheiß Kiste erwische, ey. Das kann's doch irgendwie nicht sein, oder? Na gut, einmal hat gereicht. Komm schon, fahr durch. Okay, das war mir nicht bewusst, dass diese fucking Möwen Gegner... Jetzt kann ich wieder von ganz vorne anfangen. Oh Mann. Was hätte ich denn da tun sollen? Kann ich irgendwas tun? So. Aber ne, schießen oder so kann ich nicht. Boah, 61 Kisten. Da kriege ich ja jetzt schon einen Anfall. Ja, ich weiß, ich habe gerade eine Kiste da hinten stehen lassen. Die muss ich mir jetzt nochmal holen. So, die Kiste hätten wir. Jetzt muss ich nur nochmal sicher zurückkommen. Na gut, halte ich mich einfach hier links und dann läuft das schon. So, jetzt kann ich auch noch Kisten suchen da um die Insel rum oder was? Dann schnell weg hier. Okay, hier haben sie doch mal ein paar Gegner platziert. Aber auch eine Checkpoint-Kiste habe ich gerade schon gesehen. So, erwischt habe ich sie, glaube ich. Naja, wie gesagt, begeistert bin ich von diesen Leveln irgendwie nicht. So, wo ist hier die Schwierigkeit? Da fahren Schiffe im Kreis rum. Nee, nee, nee. Die Level finde ich nicht toll. So, nochmal einen Blick zurückwerfen, ob ich nicht irgendwas übersehen oder vergessen habe. Irgendeine Kiste oder so. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Wie viel haben wir denn? 29 von 61. Die Hälfte. Prima. Ach, ich würde es begrüßen, den Level beim ersten Mal vollständig zu machen und ihn nicht nochmal spielen zu müssen. Boah, da muss ich mir mal Kritiken zu dem Spiel durchlesen. Ob Kritiker meine Kritikpunkte teilen oder eher nicht. Das fände ich immer interessant. Okay. Wow. Wow, aber ich habe ja Leben. Puh, da habe ich mich so gerade eben irgendwie durchgeschummelt. So, einmal justieren. Okay, da muss ich noch irgendwie einen Sprung andersrum machen. Kann das sein? Ich hoffe, der Vogel ist weg. Jo, das hätten wir auch schon mal. So, wo ist hier eigentlich der eigentliche Weg? Sieht mir nach links rum aus. Boah, Gott sei Dank, die Kanonenkugeln enden hier. Sonst hätte die mich jetzt voll erwischt.
Das ist eigentlich in der Tat mal ganz praktisch, muss ich sagen. Zu wissen, dass die Kanonenkugeln hier nicht bis zu der gelben Kante kommen. So. Okay, okay, okay. Haben wir jetzt alles? Sieht für mich zumindest auf den ersten Blick so aus. Na, wie viel sind wir denn? 47 von 61. Okay. Also noch 13 oder so. Nee, so weit wollte ich nicht. Oh, auch hier ist es so. Man muss nur ein Mini-Stückchen Gas geben. Und schon fitscht sie Gott weiß wie weit weiter. Aber immerhin steht sie jetzt auf der Stelle. So, das war doch ganz okay. Wenn die Level wenigstens so gemacht wären, dass es besser kontrollierbar wäre und man hier eigentlich Vollgas durchpesen müsste, dann wären sie ja noch einigermaßen witzig. Aber ich finde, nee, so sind sie nicht gebaut. Sie sind so gebaut, dass man sich hier durchtasten muss. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Oh Gott. So, was machst du, Haro? Mal nicht zu nah aufrutschen. Und ein Checkpoint. Gott sei Dank. 7 Kisten noch. Wow, das war knapp gewesen. Da hätte ich auch null Chance gehabt, auszuweichen. So, bewegen die sich? Ich glaube schon, ne? Oh Gott. Das ist jetzt nicht so, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Mal zurückgucken. Auch das sieht gut aus. Jawohl, alle Kisten haben wir. Nee, also ganz ehrlich, scheiß auf dieses Extra-Leben. Weißer Diamant und raus geht's. Ach, wenn der Level vollständig ist, das ist definitiv schon mal okay, dass ich das nicht nochmal spielen muss. Ja, das sieht doch ganz cool aus. Tell no tales. War das die 18? Ja, ne? Oder war es die 17? Es war die 18. Dann schauen wir uns jetzt Future Frenzy an. Gibt auch wieder zwei weiße. Gibt da bestimmt wieder irgendeinen Geheimweg oder so. Oder irgendeine farbige Plattform oder so. Bonusrunden enthalten oft Hinweise auf die Kräfte, die du nutzen solltest. Ist das so? Ja. Also ich weiß nicht, von den drei Crash Bandicoot-Teilen, die ich jetzt gespielt habe, ich meine, ist das hier natürlich prinzipiell auch okay, es macht auch Spaß, aber ich finde von den drei Teilen doch irgendwie den schwächsten bis jetzt, weil doch irgendwie diese ein paar Levelformen, die sie sich ausgedacht haben, die zünden nicht so richtig. Generell ist es halt immer noch ein relativ schwieriges und anspruchsvolles Jump'n'Run, gehe ich mal von aus, vor allem wenn man alles haben will. Das finde ich natürlich noch irgendwie nach wie vor sehr okay und hoffentlich dann auch irgendwann herausfordernd. Auch das mit dem erweiterten Moveset und so, das ist schon alles in Ordnung und cool. Aber wie gesagt, gerade diese Wasserlevel da, die zünden nicht, der eine Fluglevel da, den hätten sie sich komplett sparen können.
Was ist das? Was macht dieses Teil da? Irgendwie gar nicht mal so viel, oder? Oder habe ich irgendwas an diesem Level noch nicht verstanden? So ein bisschen was Star Wars-mäßiges hier irgendwie. Irgendwie so eine Außenstadt von Star Wars oder so. Nur die Gleiter, die hier durch die Schluchten schweben, so wie ich auf meiner Plattform. Ach komm schon, Crash, was tust du da? So, es geht doch. Aber hier mit der Spiegelung dahin, das ist cool gemacht, muss ich sagen. Der Doppelsprung macht auch einiges einfacher. Drehst du dich noch? Gibt schon witzige Sachen hier auf jeden Fall, die sie sich ausgedacht haben. So, das... Nein. Das wirbelt mich automatisch, okay. Kann man so machen. Au, das war dann doch wohl etwas zu schnell gewesen. Na gut. Die Frage ist, kann ich die kaputt machen? Da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Ja, ich kann sie kaputt machen, wenn sie nicht gerade unter Strom stehen. Das ist gut zu wissen. Ach, komm schon. Die TNT-Kiste macht mich da dezent nervös. Ja, genau aus diesem Grunde. Ich habe das Ding da durchgeschossen. Das ist natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv. So. Mann, ich muss es ja trotzdem einmal andutschen. Und tschüss, Gegner. So, jetzt bin ich Rohrpost oder was? Okay, hier warte ich lieber einmal, bevor ich nachher mitten in der Luft keine Plattform mehr habe. Wow, das hätte auch übel schief gehen können, wenn ich im Wirbeln auf einer so einer Kiste gelandet wäre. So, die sind alle weg. Wow, wie lang ist denn der Level noch, wenn es nochmal 80 Kisten gibt? Und das kommt gleich eine Passage, wo es einfach super viele Kisten gibt, irgend so eine Bonus-Stage oder so. Man, die, ach, die kann man auch kaputt machen. Ja, man kann hier so gut wie alles kaputt machen. Boah. Okay. Oder kann ich hier nur von hinten kaputt machen? Oder irgend so ein Scherz? Hallo? Von mir aus auch so. Okay. War das ein Fehler oder? Na, ich denke nicht, oder? Die kriege ich auch so kaputt. Ja, okay, irgendeine Passage scheine ich hier verpasst zu haben. Aber ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wo. Aber egal, ich habe erstmal den Lilanen. Und dann schreite ich erstmal weiter voran. Telnote. Achso, ich war schon bei 19 sogar, kann das sein? Future Frenzy, tatsächlich. Dann machen wir erstmal 20. Wader, hier gäbe es einen blauen Diamanten. Am Ende des Todeswegs liegt ein besonderer Edelstein. Okay. Ich muss mich also irgendwie wieder bemühen, erstmal nicht zu sterben.
Okay, ich ertrinke. Das wollte ich nur wissen. Die Frage ist, gehe ich erstmal weiter? Nee, komm. Ich gucke jetzt, dass ich direkt ohne zu sterben bis zur Todesroute komme. Tomb Raider. Gab's da Tomb Raider schon? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, das hätte auch ins Auge gehen können. Wie tief ist denn das Wasser? Und was ist mit dieser Plattform? Irgendwas Besonderes? Du Scheiße. Ja gut, jetzt lässt er sich nicht mehr so leicht aus dem Weg schaffen, habe ich den Eindruck. Oha. Kann ich da hinten? Ne, auf den Metallkisten. Kann ich ja wahrscheinlich ebenso wenig stehen, oder? Oder reicht das so gerade? Ah ne, das reicht so gerade. Immerhin das. Wow, 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 wow. Das war alles reichlich knapp gewesen hier. Was ist, was geht da ab? Dann halt so. Ist das die Todesroute? Das wäre cool. Aber normalerweise hat die Todesroute einen Totenkopf drauf, ne? Okay. Eins haben wir schon mal irgendwie nicht gekriegt. Das ist ja, glaube ich, nicht so schwierig. Die Kisten kaputt machen, danach mit dem Doppelsprung und rumwirbeln wieder zurück, ne? Ich hoffe, meine Tote hier zählen nicht. So, das war jetzt im Endeffekt auch nicht so schwierig gewesen. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, hier mache ich erstmal kaputt und dann kehre ich zurück, oder? Oha. Ja, ich denke, so ist es gedacht gewesen irgendwie. Das war jetzt nochmal überraschend, dass da keine Metallkisten rausgekommen sind, sondern die Explosionskisten. Okay, das war eine normale Bonusroute, keine Todesroute. Da muss ich weiter aufpassen. Na gut, das war nix. Boah, dass man hier nicht mal so ein bisschen um die Ecke schielen kann. Das würde es irgendwie auch ein bisschen einfacher machen. Habe ich ihn erledigt? Gut, denn da hinten muss ich wegrutschen und mich dann da in Sicherheit auf diesen Eisenplattformen bringen, denke ich mal. Okay, darauf kann ich auch nochmal stehen bleiben. Da ist auch eine Kiste oder sowas oben. Und da vorne kommt ein
Checkpoint. So. Und Todesroute. Sehr gut. Wenn wir hier einen blauen Diamanten kriegen würden, das wäre super cool. Wir haben hier schon wieder eine Voraussetzung geschaffen, um ein paar andere Level zu komplettieren. Komm schon. Ihr Arschlöcher, echt. Boah, der scheint sich relativ weit links zu halten. Ich hoffe mal, das bleibt auch so in dem Moment, wo ich hier vorbei will. Das ist übrigens mal eine coole neue Mechanik. Ich wollte gerade sagen, war es jetzt unten oder oben das Wasser? Okay. Das ist uncool, weil ich sehe so wenig. Boah, nein, 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 nein. Ey, ich hätte nur einen Doppelsprung machen müssen und dann wäre es das gewesen. Und jetzt kann ich den ganzen Driss nochmal machen. Ey, das gibt's gar nicht. Das wäre es auch fast schon wieder gewesen. So. So, hier bin ich glaube ich letztes Mal abgekackt, kann das sein? Oh, Gott sei Dank. So, ist da der blaue Diamant? Ja, sehr schön. Jetzt ist der Level hier zu Ende, oder was? Ja, cool, dann ist der wenigstens direkt gespeichert. Da muss ich mir da schon mal keine Sorgen mehr machen. Jo, und ich will gar nicht wissen, wo der herkommt. Muss ja jetzt besonders angenehm riechen, dieser blaue Diamant. Jo, dann würde ich sagen, versuchen wir uns auch noch den normalen Level-Ausgang zu holen. Jetzt darf ich immerhin sterben. Das ist dann ein bisschen relaxter. Das war knapp gewesen. Na, komm mal rauf, Wasser. Ach nee, die hätte ich kaputt machen müssen. Das sind ja gar keine grünen, die ich sonst irgendwie auslösen muss. Oh. Okay. Das muss ich irgendwie anders hinkriegen. Ich glaube, das ist mir beim ersten Mal schon nicht aufgefallen. Habe ich beim ersten Mal schon nicht gecheckt, ne? Dass ich die ja auslösen muss. Die TNT-Kisten. Das war irgendwie auch so überflüssig. So, es kann ja nicht so schwierig sein, oder? Zur Not mache ich erst eine Kiste, renne schnell wieder hier rauf und mache dann die nächste. Oder ich mache einfach beide.
und gehe dann auf diese Metall, auf diesen Metallturm hier. Hinfort mit dir. Das muss ich jetzt auch nochmal machen, richtig. Was war hier nochmal das Ding gewesen? Zum Schluss die... Ach ja, die Sprengfalle da zum Schluss. Und die eine Kiste hier am Anfang. Also wenn ich nicht ein zweites Mal springen gedrückt hätte, aber ich glaube, sobald man einen Millimeter über dem Zenit der Sprungkurve hinweg ist, kann man nicht nochmal abspringen. Man muss es wirklich vor oder am höchsten Punkt machen, wobei ich auch selbst bei am höchsten Punkt noch nicht mal so ganz sicher bin. So, es geht doch. Warum ist er jetzt so steil runtergefallen? Oh. Ich glaube, letzter Versuch, sonst machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Aber jetzt auch wieder der Klassiker. Beim allerersten Mal, wo man auch gar nicht so drauf vorbereitet ist, ob das wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt und so, da geht das alles wunderbar. Und jetzt, wo man weiß, was zu tun ist, da klappt es natürlich nicht so richtig. Ich könnte die auch, genau, ich muss die gar nicht im Voraus holen. Ich könnte die auch mit wegsprengen lassen. Es sprengt sich ja gleich eh alles in die Luft. So. Jetzt müsste es auf 25 springen, wenn hier alles explodiert ist. Jawohl. Ich glaube, die Folge überziehe ich ein bisschen, aber ich mache jetzt noch weiter. Komm, Käferchen. Hau ab. Ui, da wäre ich fast ersoffen, glaube ich. In der Ruhe liegt die Kraft, würde ich sagen. So, die Nitro-Kisten da, die spare ich mir. Beziehungsweise die muss ich mir ja sparen. So. Checkpoint, Todesroute brauche ich nicht. Das heißt, diesen Teil des Levels kenne ich noch nicht. Hätte ich eigentlich fast in einem durchrennen können, wa? Wow, das war knapp gewesen. Lila Diamant. Und noch ein paar Kisten. Aber ansonsten läuft das doch relativ fluffig hier, würde ich sagen, oder? Okay, da hängt noch so eine silberne Kiste rum.
So, hätten wir dich schon mal erledigt. No idea, wofür der jetzt war. Im Zweifelsfall, wenn jetzt irgendwas nicht klappt, muss ich hier nochmal zurück. Oh, der war wahrscheinlich nur dafür da, um diese Plattform hier auszulösen. Uah. Wie viel sind wir denn? 57 von 88. Uah, ich dachte fast, ich wäre hier nicht drauf gelandet. So, eine TNT-Kiste zum Auslösen. So, da sind zwei Holzküsten und ein bisschen Nitro. Macht mir das Sorge? Nee, Sorgen macht mir eher dieser Käfer hier. Und reicht das Ding? Jawohl. Level vollständig. Hat sich das ja wenigstens noch gelohnt, die Folge ein bisschen zu überziehen. Und dann, wenn mich nicht alles täuscht, steht beim nächsten Mal der Boss auf dem Programm. Dieser komische, ich habe keine Ahnung, Mechaniker oder was. Es ist auf jeden Fall dieser komische Typ, den man auch schon aus den vorigen Teilen kennt. Und Level vollständig. Sehr schön. So mag ich das. Wie gesagt, beim nächsten Mal dann den Boss. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.